Ich wollte schon immer mal mit Liebe Demokraten begrüßen. Warum sage ich das? Weil wir von der AfD die einzige Partei im Bundestag sind, die keine Ministerpräsidentenwahl rückgängig machen möchte. Und da liegt jetzt natürlich das Urteil. Ihr wisst das alle, ob Merkel verurteilt wird oder nicht. Aus meiner Sicht kann sich Merkel, und sie darf sich nicht freikaufen, wenn sie die Verfassungsrichter in unserem Land zum Essen einlädt, sondern sie muss dafür belangt werden, dass sie in der Dienstreise in Südafrika als Bundeskanzlerin wohlgemerkt diese Wahl von Kemmerich rückgängig gemacht hat, des FDP-Ministerpräsidenten. Dafür trete ich ein und meine Themen sind, vor allem als Obmann im Petitionsausschuss, die Demokratie, weil wir müssen wissen, auch zukünftig, unsere politischen Wettbewerber, Kanzlerkandidat Laschet, wird auch zukünftig uns nicht mehr Demokratie zugestehen als freie Bürger. Denn er hat gesagt, mit der Union wird es nie und nimmer Volksentscheide geben. Und genau das Gegenteil brauchen wir. Wir, die AfD, wir fordern seit Anbeginn mehr direkte Demokratie. Wir fordern Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Und genau das ist auch die Möglichkeit, dass wir überhaupt über die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union auch bestimmen dürfen. Eine freie Volksentscheidung für deutsche Interessen, dafür treten wir ein, für welche denn sonst? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Stefan Protschka, Petr Bistron und Johannes Huber. Vielen herzlichen Dank.